Legion, der Personality Talk, wird präsentiert von O2 Business. Ausgezeichnetes Netz für Ihr Business. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen schon, wie glücklich ich bin. Ich darf nämlich heute unseren Oberbürgermeister in ein Gespräch verwickeln. Sehr gern. Herr Oberbürgermeister, wie war das Jahr? Ja, sehr gemischt, würde ich mal sagen. Also, der letzte Eindruck war jetzt vor ein paar Wochen die Eröffnung vom Christkindlmarkt. Das war ein wunderschöner Eindruck. Es war ein voller Christkindlmarkt. Die Menschen in München waren zu Tausenden da unten gestanden, die Gäste. Das war echt schön, nach so einer langen Zeit, wie dieses Jahr einfach Durststrecke war, wieder mal so etwas eröffnen zu dürfen. Du hast einfach gemerkt, die Leute freuen sich. Davor war ich mal beim Football. Auch das war ein Event, wo ich mir vorher ehrlich gesagt gedacht habe, oh ja, ob da die Begeisterung so groß sein wird, das war unglaublich. Aber begonnen hat das Jahr halt letztlich auch wieder mit der fortlaufenden Krise, die wir gerade haben, eine Krise nach der anderen. Als ich 2020 wiedergewählt worden bin, habe ich mir eigentlich nicht gedacht, dass wir quasi sofort direkt in Krisenmodus gehen und da auch 2,5 Jahre später oder 3 Jahre später fast nicht draußen sind. Wie kriegt man das alles auf die Reihe? Das ist ja, also wenn man also heute die Push-Nachrichten anschaut, es passiert ja fast jede Sekunde was. Ja. Ja? Und man ist ja heute weltweit, man muss weltweit unterwegs sein. Also auch als Politiker muss man also wirklich sich ganz anders heute informieren, wie vielleicht in regionalen Bereichen. Wie kriegt man das auf die Reihe? Das sind ja manchmal Themen, wo man sagt, was mache ich jetzt als Erster? Ja, das ist quasi tatsächlich ein ganz normaler Tagesablauf, sage ich jetzt mal. Wir haben so im Schnitt 3 Krisenstäbe, also verschiedenster Art. Also erstens mal das Thema Geflüchtete, Unterbringung von Geflüchteten. Das haben wir ja erst 2015, jetzt als Anfang 2021 Geflüchtete aus der Ukraine wegen diesem unseligen Krieg in der Ukraine. Dann haben wir das Thema Corona natürlich latent seit 2,5 Jahren. Und jetzt haben wir auch noch Energiekrise und auch da haben wir natürlich einen Krisenstab. Und so ist der Tag sehr geprägt von diesen Themen Troubleshooting. Und ja, da kommt mir jetzt schon zugute, dass ich das Geschäft nicht erst seit gestern mache, sondern auch vorher in der Verwaltung ja schon Jahrzehnte im Grunde immer gewohnt war, irgendwelche Dinge zu regeln und zu entscheiden. Und das braucht man derzeit sehr viel. Vorgestellt habe ich mir die Amtszeit ein bisschen anders. Tatsächlich wollte ich eigentlich mal Dinge machen, die ich in der ersten Amtszeit mir nicht gegönnt habe, wie beispielsweise die ein oder andere Reise, also eine der vielen Einladungen, die ins Ausland auch mal die Stadt repräsentieren irgendwie anzunehmen, ja, aber ja, das hat sich jetzt schon mal wieder nicht ergeben. Jetzt haben wir es uns fürs nächste wieder vorgenommen. Wir haben ja jetzt mit Israel eine neue Partnerschaft, also mit Be'er Sheva, Partnerstadt. Und ich habe gesagt, da müssen wir einfach hin und die Japaner drängen auch. Und auch da haben wir fest vorgenommen, dass wir nächstes Jahr einfach mal nach Japan fliegen. Man hat aber das Gefühl, München lebt wieder richtig. Also das ist ja, also wenn man durch die Stadt geht, wir Menschen haben also, glaube ich, auch gemerkt, dass man vielleicht einmal ein bisschen ruhiger wird, ja, dass man einfach mal wieder die Familie im Mittelpunkt sieht. Man merkt irgendwie, ja, München war schon immer brav, aber irgendwie so, das Brave kommt rüber, einfach so eine seriöse Stadt einfach. Ja, ja schon, aber es ist ja beides. Also ich habe jetzt seit im Sommer sozusagen mal der Höhepunkt der Corona-Welle irgendwo am Abebben war, hat man bei jeder Veranstaltung gemerkt, du hast so viel Leute wie noch nie. Es war eigentlich wurscht, was es war. Also ich denke, beginnen an European Championships. Auch da haben wir im Vorfeld gesagt, oh Mann, hoffentlich kriegen wir da genug Zuschauer. Das Ergebnis war unglaublich, ganz ehrlich. Als ich bei der Eröffnung war, hat man nach einer Stunde den Olympiapark sperren müssen, weil da 50.000 Leute plötzlich waren. Also es waren alles Sachen, da hast du gemerkt, die Leute drängt es nach draußen, die wollen nach 2,5 Jahren endlich wieder leben. Und gerade die Jungen, die ja quasi diese 2,5 Jahre, wenn sie beispielsweise 16 waren, 2020, die Zeit zwischen 16 und Volljährigkeit quasi genommen wurde, die haben natürlich schon einen Nachholbedarf. Aber auch alle. Und trotzdem sehe ich es auch so, man besinnt sich dann, das hat natürlich Corona auch gebracht, weil man viel daheim war, mehr so auf die Werte der Familie. Und ich glaube, München ist gerade richtig gut aufgestellt in der Mischung. Wir haben Events, die großartige Begeisterung finden. Aber wir haben auch Traditionen wie den Christkindlmarkt und die Vorweihnachtszeit, wo das Thema Familie wieder ganz oben steht. Die Wiesn haben Sie ja superbar gemanagt. Also das muss man schon so sehen. Also es war im Grunde eine schöne Wiesn.
Bis aufs Wetter war es eine schöne Wiesn. Aber ich meine, das Wetter war keine schöne Wiesn, aber ansonsten bin ich sehr, sehr glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese Entscheidung ist mir echt nicht leicht gefallen, im April zu sagen, wir machen dann im September, Oktober das Oktoberfest. Bei den Rahmenbedingungen, wo keiner gewusst hat, wie geht es jetzt weiter mit Corona, wie entwickelt sich das? Die Medien wollen ja dann immer wieder alle aufhauen. Alle, ja, die anderen sagen, wie kann er nur Wiesn machen? Da muss doch jetzt eine Welle von Ansteckungen kommen. So, genau, also das war wirklich, also so direkt habe ich das in den ganzen 9 Jahren OB noch nicht gespürt, dass es wirklich 180 Grad diametrale Dinge gibt, die auf einen einwirken. Herr Bürgermeister, wie ist das? Wie man da ist man ja ganz allein dran. Also wenn man einfach mal überlegt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ja, die Entscheidung, aber man berät sich natürlich schon mit seinen Kollegen. Naja, aber schlussendlich auch mit meinen Fachleuten, aber entscheiden muss es allein. Und das war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz losgelöst von öffentlicher Diskussion, weil zum Beispiel der Ministerpräsident ja dann gerade kurz vor dieser Entscheidung von einem Fest zum anderen gelaufen ist, durchaus medientauglich sich da präsentiert hat. Also der Druck von allen Seiten war groß. Ja. Aber gleichzeitig, glauben Sie mir, habe ich ganz viel Zuschriften natürlich von Menschen gekriegt, die gesagt haben, mei, mach das nicht, das ist viel zu riskant. Am Schluss habe ich vor dem Oktoberfest gesagt, ich gehe davon aus, dass man nach dem Oktoberfest Inzidenzen haben werden bis zu 2000, aber 2-3 Wochen danach hoffe ich, sind wir wieder drunter und genau so ist es eingetroffen und jetzt haben wir Inzidenz unter 100. Das hat man schon sehr lange nicht mehr. Also insoweit bin ich richtig glücklich, dass vor allem auch mal die Krankenhäuser ein bisschen durchschnaufen können. Wie waren Sie denn zufrieden mit den Medien? Übers Jahr gesehen, wir sind in München, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir sehr breit aufgestellt sind. Ja. Das ist für einen Politiker, der immer mal wieder die eine Meinung mehr und die andere Meinung weniger bedient, erstmal eine sehr komfortable Lage. Wir haben 4, 5, 6 Zeitungen, die regelmäßig in München gelesen werden. Wir haben Lokalsender, wir haben Regionalsender, wir haben bundesweit Sender. Du hast nie das Gefühl, dass du, wenn du einen falschen Satz sagst, mal die nächsten Wochen lang immer durch die Zeitung getrieben wirst oder durch die Medien. Weil die einen sehen es halt so, die anderen sehen es so. Wir haben gerade über die Wiesn geredet, da gab es auch die einen Kommentare so und die anderen so. Also ich bin da sehr zufrieden und tatsächlich bringt es mir ja nichts, wenn man sagt, die Medien, ganz klar, nicht jeder Bericht gefällt einem. Das ist normal. Aber ich halte mich da total zurück. Ich habe noch nie, glaube ich, bei irgendeinem Sender angerufen oder bei einer Zeitung angerufen und gesagt, was schreibt es denn ihr da? Ach, wissen Sie, da wird man auch dann entspannter mit der Zeit. Und, Sie haben auch ein Standing. Also, ja. Also Sie diskutieren dann auch mal mit den Medien. Und es gibt durchaus und es ist ja wichtig, dass man sich auch Meinungen wieder leistet. Ja? Ja. Also dass man nicht immer sagt, jetzt machen wir alles wieder so rund. Na gut, das ist jetzt nicht meine Stärke, zugegebenermaßen. Das mit dem Stromlinienförmig, das ist jetzt nicht so meins. Also ich sage schon immer, was ich denke. Es ist mir ehrlich gesagt dann auch immer relativ egal. Ich berechne jetzt nicht vorher heute am Finger aus dem Fenster und sage, wie kommt das wohl an, sondern sage halt, was ich von Dingen halte. Das ist jetzt bis jetzt jedenfalls nicht schlecht angekommen bei denjenigen, die das zu entscheiden haben, und das sind die Münchnerinnen und Münchner. Jetzt haben Sie ja auch eine tolle Mannschaft. Wie wichtig ist denn das, dass man die Mannschaft auch irgendwie motiviert, weil die Mannschaft motiviert einen ja dann auch wieder zurück. Das ist ja, glaube ich, auch eine Stärke von Ihnen, dass man einfach sagt, ihr habt ein gutes Team und nur im Team sind wir stark. Und, ja. Also ich bin sehr, sehr gerne ein Teamplayer, ganz ehrlich, und ich habe ein tolles Team. Und ich habe vor allem kein Team von Ja-Sagern. Es mag ja Politiker geben, die es gerne mögen, wenn die in der Früh Spalier eine stehen und auf die Schulter klopfen und sagen, heute hast du es auch wieder gut gemacht. Also so ist es bei mir nicht. Also da wird schon auch Widerspruch laut ausgesprochen. Wir diskutieren das dann auch sehr deutlich und auch sehr offen. Am Schluss muss ich die Entscheidung treffen, aber ich fühle mich da sehr wohl in dieser Diskussionslage. Wir haben halt alles, was an Fachrichtungen im Grunde gibt, von Architekten über natürlich Juristen, über Wirtschaftler in meinem Stab. Sicherheit ist ein Thema und natürlich. Das ist alles, was wir hier diskutieren. Ja. Und das geht oft Stunden tatsächlich hier, weil mein Job ist ja auch, mich mit den Dingen aus der Verwaltung auseinanderzusetzen, wo sie die nicht einig sind. Und das heißt, als OB kriegst du ja keine einfachen Entscheidungen. Die treffen die Referenten und Referentinnen selber. Sondern du kriegst immer irgendwas, wo es nicht so ganz klar ist, macht man es jetzt oder macht man es nicht. Und das ist dann immer unser gemeinsamer Job, darüber sozusagen zu beraten. Und da muss man es halt entscheiden. Wie viel Spaß machen Ihnen diese Bürgersprechstunden? Da wissen Sie ja gar nicht, was da auf Sie zukommt. Da kommt ja alles. Sehr viel Spaß, ganz ehrlich. Das klingt jetzt ein bisschen heuchlerisch, ist aber ernst gemeint. Ja. Ich habe das ja von meiner ersten Stunde als OB gemacht, weil ich das begeistern gefunden habe, als ich einen Film von Thomas Wimmer gesehen habe. Und du weißt halt wirklich vorher überhaupt nicht, was kommt. Was kommt.
Ich habe auch gesagt, ich mache keine thematischen Einschränkungen oder sowas und auch keine Zugangsbeschränkungen. Und ich weiß noch, mit meinem Vorgänger habe ich das mal diskutiert. Der hat gesagt, du bist ja verrückt. Da kommen die ganzen Querulanten Münchens und du hast dann den Ärger. Es ist nicht der Fall, sondern die Leute haben sehr sachlich teilweise andere Meinung, dann erkläre ich, versuche Politik zu erklären, warum ich das anders sehe. Oder manchmal kriegen Sie auch Feedbacks, wo Sie sagen, ist ein super Hinweis. Also. Gerade im lokalen Bereich muss man ja sagen, als Oberbürgermeister weißt du überhaupt auch nicht alles. Also ob es da irgendwie eine Streckenführung gibt bei einem Radlweg, die ja schlecht ist oder ob man da was besser machen kann. Das wissen die Leute vor Ort viel besser, deswegen nimmt man oft wirklich was mit. Und ich glaube, das ist gelebte Demokratieförderung, weil ich merke es jedes Mal. Da spürt man die Demokratie auch. Die Leute fühlen sich wahrgenommen, auch wenn du nicht alles erfüllen kannst, was sie dir vorstellen. Und nicht jeden am Mund reden kannst. Jeder braucht ein Bürgerhaus und jeder braucht ein Schwimmbad, ein eigenes. Ja. Und da muss man denen halt mal erklären, warum das nicht geht. Und nach dem Mund reden ist eh nicht so meins. Also insoweit, wir sind in Bayern und da darf man klare Aussprache haben. Wir sind ja jetzt, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Was macht denn dem Oberbürgermeister Sorgen mit der Stadt? Was gibt es da? Naja, also Sorgen machen wir natürlich wirklich diese ganzen latenten Krisen, weil die uns natürlich auch nicht irgendwie unberührt lassen. Aktuell ist das Thema Energie in aller Munde. Da geht es erstens darum, dass ich mir schon Sorgen mache, dass die Leute sich weiterhin eine warme Wohnung leisten können. Deswegen haben wir auch in dem Bereich schon einiges auf den Weg gebracht, als Stadt, auch als Bund und als Land. Was zum Beispiel? Naja, es gibt einen sogenannten Wärmefonds, das heißt, wir haben bei den Stadtwerken. Und der trifft auch die Leute, die es wirklich brauchen. Die müssen. Weil ich muss jetzt mal aus meiner, ich habe kürzlich 300 Euro gekriegt für Heizkostinger. Was ist denn da los? Also, man kann es ja nicht zurücküberweisen. Das ist das Thema, was der Bund heute gemacht hat. Da habe ich mit Olaf Scholz drüber geredet, tatsächlich. Und da war er auch einigermaßen frustriert. Da sagt er, wisst was, ich gebe jetzt. Ist jetzt in meiner Bundesregierung 200 Milliarden Euro los, damit die Leute einen Ausgleich kriegen. Was erfahre ich dann danach? Nicht etwa Lob, sondern jeder sagt, das ist schlecht und das ist schlecht geregelt und das ist doof und das ist deppert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben jedem Menschen 300 Euro, Ihnen, mir, die wir sonst nicht unbedingt notwendig hätten. Oder man muss es machen, wie es Deutsch auch ab und zu funktioniert, ganz gerecht. Ja. Das heißt, Sie geben mir einen Einkommensteuerbescheid ab jedes Jahr und dann wird jede Einzelfallprüfung bei ungefähr 50 Millionen Anspruchsberechtigten, hätte es wahrscheinlich 10.000 Stellen gebraucht und die Zulage wäre wahrscheinlich, der Zuschuss war wahrscheinlich 2025 gekommen. Also kannst du es nur pauschal machen oder wirklich ganz gerecht. Ich habe gesagt, lieber kriegen ein paar Menschen wieder herrlich schön, auch 300 und ich auch. Ja. Wenn es uns zu viel ist, spenden wir es. Ja. Also das kann man alles machen. Aber ich kann schnell reagieren und kann denen, die es wirklich brauchen, schnell Geld geben. Und das war genau das, was Olaf Scholz heute mir auch gesagt hat. Und ähnlich machen wir es heute in München auch. Ich habe meinen Stadtwerken gesagt, wir machen einen Fonds, 20 Millionen. Und wer halbwegs glaubhaft macht, dass er seine Nachforderung, die überraschend hoch ist, nicht zahlen kann, der kriegt Geld. Und deswegen machen wir auch so weiter. Und wir werden immer das sozial abfedern. Das ist halt mein Hauptproblem, dass wir einen Haufen Menschen in München haben, Rentnerinnen und Rentner, denen das wirklich unglaublich schwer fällt, so eine riesige Nachzahlung zu zahlen. Das macht mir Sorgen. Dann ist es zwar die Versorgungssicherheit, natürlich, auch die kann ja niemand wirklich ernsthaft gewährleisten. Also sind schon wieder neue Probleme auftaucht. Ja. Keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Ja. Dieser vermaledeite Krieg muss endlich aussehen. Es wird eine große Zahl Geflüchteter, auch im laufenden Jahr und im nächsten Jahr. Haben Sie das Gefühl, dass so die Schere zwischen Armut und Reichtum, dass die so auseinanderdriftet? Ja, das ist ja kein Gefühl, das sind Fakten tatsächlich. Die Zahl der Menschen in München, die ganz viel haben, wird mehr. Aber leider auch die Zahl der Menschen, die ganz wenig haben. Ja. Wir haben eine Armutsgrenze in München. Und die wenig haben immer mehr Zeit. Und die Reichen haben immer mehr Geld und wenig Zeit. Also das ist eine Tendenz, die wir seit Jahren haben. Aber sie verstärkt sich natürlich insbesondere, wenn man Inflationsraten von 10% sieht, wie gerade. Dann werden die Armen halt immer ärmer. Den Reichen, den ärgert es maximal, aber nicht mehr oder weniger. Deswegen gibt es ja auch immer latent diese Umverteilungsdiskussionen. Das ist schwierig. Also wie gesagt, ich möchte eher die unterstützen, die zu wenig kommen. Ich hab mal eine ganz ernste Frage, weil der Beruf des Politikers, der hat sich ja wirklich verändert. Also wenn alles so gut ist, Wirtschaftswachstum, jetzt merken alle Menschen, dass die Zeitenwende, die ist jetzt da. Das heißt, wir wissen nicht, wie geht es weiter. Ja. Wir wissen, es kommen immer wieder neue Dinge hoch. Aber es passiert ja auch so viel Gutes. Ja? Vielleicht in kleinen Bereichen. Dennoch, Politiker heute ist ein Job, also der
einfach fast unberechenbar ist. Also man kriegt so viel Negatives und umgekehrt macht ihr so viel Gutes. Ja? Aber das kommt gar nicht mehr so durch. Oder zu wenig. Also ich bin jetzt ja echt ein Typ, der nicht Lob braucht jeden Tag. Das ist nicht meins. Ja, aber ich mache das aus Überzeugung. Ich hoffe meistens, dass ich das Richtige mache. Ja. Und wenn ich da runtergehe auf Marienplatz, dann habe ich das ab und zu. Und wenn ich meine aktuellen Umfragewerte so zu dem Thema Zufriedenheit mit der Politik anschaue, die immer so um die 70% pendeln, das ist jetzt also schon beruhigend. Aber ganz ehrlich, was mich wirklich stört, ist dieser Umgang mit der Politik insgesamt. Mhm. Also es gibt so viel Besserwisser und Leute, die aggressiv gegen die Politiker wirklich vorgehen. Wenn sie heute ins Internet schauen, wenn ich meine eigene Homepage, da kriegst du zu Beiträgen, da geht es um Christkindlmarkt, dann kommen unten irgendwelche Beiträge, die will ich gar nicht wiederholen. Ja. Das gab es früher nicht. Einfach der ganze Frust, der kommt, der wird diese abgeladen. Zorn, und es ist unfair abgeladen. Es ist zornig, es ist ärgerlich und ich denke immer, ich habe die Querdenker da unten gehen sehen, die Freiheit brüllen. Ja. Denken wir ja, verdammt nochmal, wenn wir nicht Freiheit haben, weil ihr da unten nämlich Freiheit schreien dürft, wo denn dann? Ja. Also das ist schon was man Gedanken macht, weil viele Kollegen von mir überlegen tatsächlich, ob sie sich diesen Job noch antun. Ja. Winston Churchill hat mal gesagt, wenn ich in der Früh um 6 Uhr, Sie kennen den Spruch, wenn es da klingelt und der Milchmann stellt man, dann weiß ich, die Demokratie ist in Ordnung. Ja. Aber also in München passt es ja alles noch. Also ich könnte jetzt aktuell nichts sagen. Also, es gibt immer wieder wahnsinnig tolle Momente. Ja. Als wir zum Beispiel beginnenden Ukraine-Krieg einfach mal aufgerufen haben, wir brauchen Spenden. Das war eine überragende Spendenbereitschaft. Ja. Wir haben Solidaritätskundgebungen gehabt. Also einfach sich mit anderen, denen es nicht so gut zu solidarisieren, das funktioniert in München immer so super gut. Ja. Hilfe allenthalben, aber auch ein Eintreten für die Demokratie. Und tatsächlich hängt es auch an den Politikerinnen und Politikern. Mhm. Wenn man halt, sagen wir mal so, überwiegend Sachpolitik macht und nicht überwiegend Parteipolitik, dann glaube ich, verstehen die Leute Politik leichter, wie wenn jeder so seine ideologischen Schranken vor sich herschiebt und sagt, da darf ich jetzt eigentlich gar nicht dafür sein, weil das sind ja die anderen. Ja. Das ist etwas, das kriege ich nicht rein in meinen Kopf, sondern ich versuche halt einfach das zu machen, was die Leute brauchen. Jetzt würde ich sagen, jetzt gingen wir zweimal über Münchner Christkindlmarkt. Das machen wir. Und dann schauen wir mal, wie der Herr Reiter beliebt ist. Okay. Okay, so machen wir es. Ja, jetzt stehen ja zwei Münchner am Christkindlmarkt. Ist ja super gefallen. Also ich finde es auch wieder schön, wenn man... Das können die Zuschauer leider nicht nachvollziehen. Das riecht nämlich hier schon so ganz speziell. Nach Brotwurst und nach Glühwein. Nach Weihnachten und nach Glühwein. Und die Leute sind gut gelaunt. Und wir haben wieder viele Gäste in der Stadt. Was wir auch die ganze Zeit internationale Gäste. Ja. Man sieht wieder Asiatinnen und Asiaten hier. Ja. Das gab es so lange Zeit nicht. Ja. Das ist, glaube ich, das, was uns gefällt hat die letzten zwei Jahre. Und der Münchner Christkindlmarkt hat eine Megatradition. Der ist 50 Jahre alt jetzt hier, kann ich jetzt sagen. Ja. 50 Jahre, weil... Er ist zur Einweihung von der Fußgängerzone, damals die Olympischen Spiele, quasi das erste Mal hat er stattgefunden. Und seitdem machen wir das. Und früher war er ja drüben bei der Freibank. Also, früher ist er ja da, war er beschränkt, sage ich jetzt mal. Jetzt ist er ja überall, wenn man so will. Ja. Jetzt ist er überall und das ist schon toll. Ja. Und wir könnten noch mehr Buden aufstellen, wenn es noch die Bewerber gibt. Und der Christbaum ist ja echt der Bayer, gell? Der Christbaum aus Hohenzeißenberg, muss ich ehrlich sagen. Also, da habe ich ja so sehr unterschiedliche Wahrnehmungen über die Jahre, weil manchmal schimpfen die Leute wahnsinnig auf dem Christbaum. Das Jahr ist er tatsächlich uneingeschränkt schön, ein toller Baum. 25 Meter? 25 3000 Meter Lichter, oder? Genau. Und LED. Also, Hochzeit auch, oder? Haben wir es beide nicht, nein, aber so in 3000 sei LED. Ja, sehr gut. Also, das sehr macht gut. Einfach was her. Und wenn man das vor dem Horizont sieht, vor dem Rathaus und hier. Die fröhlichen Leute, dann weiß man, es ist ein wunderschöner Job hier in München. Und man merkt einfach, die Leute haben auch Lust, ein bisschen was zum Kaffee. Ja. Vielleicht eine Christbaumkugel oder mal. Ja, das ist tatsächlich. Es ist ja nicht so, dass die Leute kein Geld generell haben. Ja. Viele Leute denken halt, gebe ich das jetzt aus, aber hier, wenn man dann so unterwegs ist, denkt man, ja, da wird halt dann doch mal eine Kugel oder ein Josef oder Maria für Grippel gekauft. Und Essen und Trinken geht übrigens auch immer, habe ich immer sagen lassen. Ja, wir sind soweit. Ich war jetzt mit meiner Frau kürzlich in London. Mhm. Und was mir, also London leuchtet, was mir so ein bisschen das Herz schmerzt mit München, dass da ein bisschen, sagen wir mal, die Christbaumschmückungen sind so ein bisschen nicht mehr so wie früher. Da fällt wahrscheinlich auch der Mooshammer. Ja. aber
Naja. Spüren Sie das auch ein bisschen oder so? Man merkt halt jetzt zum Beispiel hier an der Beleuchtung, wir haben halt dieses Jahr eine besondere, sagen wir mal so, Situation. Wir haben schon versucht, das Thema Energieeinsparung irgendwie ernst zu nehmen. Ja. Und nicht wirklich, also richtig krass zu leuchten, weil dann die Leute sagen, die Spinner doch. Aber ist ja wunderschön. Uns haben sie, sagen sie, wir sind Energiesparer und dann, wir hatten da früher auch mal Girlanden rüber und so. Das wird es auch wieder geben, das ist halt jetzt eine Sondersituation. Ja. Ansonsten haben die Leute tatsächlich einen gewissen Hang zum Purismus, glaube ich. Also das Christbäume sind halt mit Licht und drei, vielleicht vier, fünf Kerzen drauf und ein paar Kugeln, aber nicht mehr so opulent. So typisch. Ich meine, über Geschmack kann man bekanntlich streiten. Also, und die Engländer sind jetzt für mich kein durchgehendes Geschmacksbeispiel, um es mal vorsichtig zu sagen. Weder beim Essen noch politisch noch sonst irgendwie. Naja, aber ist doch, also ist das schon ein Aufwind, also wenn man das mal anschaut, so in der... Ja, nee. Also wie gesagt, man weiß ja nie, wie es bei denen weitergeht, also die haben ja sehr kurze Rhythmen mittlerweile und das stimmt. Auch ein paar Leute, die wieder zurückdrängen in die Politik, wo man sagt, wie kommt der auf die gute Idee? Sie haben auf jeden Fall den Brexit, sage ich jetzt mal, eigentlich besser überstanden, ist mein Eindruck, als man es ursprünglich mal eigentlich hätte glauben können. Ja. Also, wobei der neue Prime Minister vielleicht auch manchmal nochmal sagt, Mensch, war doch besser, wenn wir wieder in die EU reinkommen, oder? Ich kenne viele Leute, die regelmäßig in London sind, die auch dort arbeiten und die sagen, naja, eigentlich hat man die Stimmungsschwanken noch schlechter eigentlich erwartet. Allerdings ist es halt auch so, dass es das Auseinanderklaffen von Reich und Arm jetzt gerade in einer Megacity wie London noch viel mehr gibt. Also, und die haben ja Wohnungspreise, da würden die Münchner jetzt umfallen. Wobei, was mich unglaublich erstaunt hat, die Taxipreise sind total low in London. Ja, ja. Haben die wahrscheinlich zurückgenommen? Müssen sie wohl zurückgenommen haben, weil also rein von den Kosten, von der Kostenseite her, glaube ich, ist es undenkbar, dass die Taxen gerade billig sind. Wenn Sie schauen, was Sprit und sowas kostet, dann... Jetzt, Herr Oberbürgermeister, was haben Sie denn für einen... Oh, jetzt haben wir einen Weg. Oh. Jetzt kommen die Kollegen. Komm, Feuerwehr. Ja, aber es brennt nicht. Ja. Genau. Sehr schön. Was haben Sie denn für einen Wunschzettel fürs nächste Jahr? Ans Christkind. Naja, der Wunschzettel wäre schon ziemlich groß, ganz ehrlich. Also zum einen würde ich mir schon wünschen, dass wir mal aus diesem Krisenmodus rauskommen, aus diesem Dauerkrisenmodus und dass die Leute mal wieder ihr Leben genießen können. Weil eigentlich geht es vielen Menschen ziemlich gut und wir kümmern uns um die, denen es nicht so gut geht. Das ist der oberste Wunsch. Klingt jetzt wie banal, nein, Thema Frieden ist schon was. Also ich habe das Glück, in einer Generation leben zu dürfen, die nie einen Krieg erlebt hat. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir in Europa noch einen Krieg sehen. Also tatsächlich. Und dann immer wieder Schlagzeilen, Atomdrohungen und solche Geschichten. Also das ist etwas, was mich belastet. Tatsächlich mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln ist das einfach nicht schön. Natürlich. Das ist der oberste Wunsch. Für München würde ich mir wünschen, dass unsere Einnahmesituation weiter so gut ist, wie sie ist. Ich bin sehr glücklich mit unserer Wirtschaft hier in der Stadt. Die sind weiterhin erfolgreich, zahlen weiterhin kräftig Steuern, sodass wir uns viele Sachen leisten können. Und es sind auch internationale Konzerne da, die einfach wissen, wie der Arbeitsplatz München also doch wichtig ist. Viele Arbeitsplätze. Derzeit haben wir ja nicht einen Jobmangel. Wir haben ja seit Jahren jetzt mittlerweile einen Arbeitskräftemangel. Und das ist schon eine Situation, die komfortabel ist. Ich glaube, dass wir schauen müssen, dass wir die Leute nicht noch weiter abhängen. Das Thema Wohnen wird immer ein Problem bleiben. Ja. Müssen wir schauen, dass wir vielleicht noch schneller werden beim Wohnungsbau. Ja. Aber wobei da auch viel passiert. Es passiert viel, aber natürlich unser Zulauf ist einfach ungebremst. Ja, ja. München ist halt einfach eine tolle Stadt, ganz ehrlich. Für mich immer noch die schönste Stadt, die es gibt. Ich darf nicht umziehen wollen, nichts auf der Welt. Und deswegen glaube ich, wenn die Krisen noch ein bisschen zurückgehen, wenn das Thema Gesundheit wieder normal wird, also keine Corona-Themen, dann glaube ich, Der Optimismus gehört auf den Wunschzettel, dass man einfach mal sagt, wir müssen doch wieder sagen. Also es gibt so einen schönen Spruch, wo man sagt, passt schon, passt eben nimmer. Und geht schon, geht auch nimmer. Also man muss wieder anschirmen. Also, wir glaube ich, sind schon auch, das ist halt auch zweieinhalb Corona-Jahren geschuldet, in eine gewisse Lethargie verfallen, wo man zufrieden ist, wenn nicht noch mehr passiert, sag jetzt mal auf Bayerisch. Ich glaube, da muss man schon wieder weg. Also, ich finde auch, dass wir durchaus wieder Gas geben dürfen, was in jeder Beziehung. Ja. Und dass wir raus müssen aus einer gewissen eingetretenen Lethargie. Und da bin ich einfach ein Grundoptimist, ganz ehrlich. Weil wir haben die besten Rahmenbedingungen, die es gibt. Absolut. Eine tolle Stadt, tolle Bürger. Wenn es wir nicht schaffen, wer soll es denn dann schaffen, ganz ehrlich? Ja, Herr Oberbürgermeister, Weihnachten ist ein Fest der Tradition. Und da spielt ja die Stadt München eine Riesenrolle. Also wenn man mal schaut, München an Weihnachten,
Schnee haben wir, glaube ich, das letzte Mal gehabt, 2010. Wir wissen ja nicht, was am Heiligen Abend sein wird. Ja. Aber trotzdem, München und Weihnachten, das ist einfach. Ja. Ich finde, wir sind halt einfach eine gemütliche Stadt. Wir sind zwar eine Millionenstadt, aber das ist ja das, was den Charme Münchens ausmacht. Die verschiedenen Dörfer. Wir bleiben, man will jetzt nicht den Begriff Millionendorf überstrapazieren, aber wir bleiben halt immer ein bisschen anders als die anderen großen Städte. Und man sieht es einfach auch an Platz wie hier am Christkindlmarkt. Die Leute sind zwar viele da, aber es gibt keine gefühlte Hektik, sondern es ist eher entspannt. Und ich glaube, das Thema Traditionen sieht man auch an den Geschäften, die es darum geht. Das ist einfach was, was in München hochgehalten wird. Das Thema Familie ist was hochgehalten wird. Und das zeichnet die Münchnerinnen und Münchner aus. Und ich glaube auch, die Gastronomie hat wieder Buchungen für Weihnachtsfeiern, was ja auch wichtig ist, weil die Gastronomie in München, die muss ja auch wieder sich erneuern. Ja, weil es ist ja, die hatten ja wirklich eine schwere Zeit. Wir sind durchaus finanziell unterstützt worden, das muss man auch sagen. Aber natürlich haben die jetzt ein großes Problem, die haben kaum noch Personal. Ja. Die Leute sind irgendwo anders jetzt, keine Ahnung, wo die jetzt sind. Wobei, ich höre immer mehr, dass die Leute sagen, also jetzt waren wir an der Rezeption in der Bank und die wollen wieder zurück, weil die sagen, wir wollen wieder, Ich hoffe tatsächlich, dass uns die alle wieder beehren, weil man kann es ja nicht verstehen, dass die ganzen Leute, die vor Corona in der Gastronomie, in der Hotellerie gearbeitet haben, dass die plötzlich alle weg sind. Ja. Und die müssen ja auch irgendwann was leben und vielleicht haben sie sich Teilzeitjobs irgendwo gesucht und gesagt, das ist mal zwischendurch ganz angenehm. Aber ich glaube, die kommen wieder. Die Hoffnung kann schon sein, dass das Leben am Gast, die Arbeit am Gast, am Kunden, einfach wieder im Vordergrund gerät. Wir brauchen unsere Gastronomie. Also München ohne Wirtschaften ist ja nicht, nicht denkbar. Ja. Also gerade jetzt, wenn wir schauen hier in der Innenstadt, da ist ja alle Meter irgendwo ein Lokal und uns China als andere. Und es entstehen auch wieder neue Restaurants. Immer wieder neue. Ja. Wir werden natürlich auch immer wieder neue Konzepte sehen. Aber ganz ehrlich, also ich bin da mit der Tradition unglaublich glücklich am Marienplatz. Ich kann jetzt in fußläufigen 5 Minuten, glaube ich, in 10 Wirtschaften gehen, wo ich sage, da kann man gerne Mittagessen gehen, kann man was trinken. Das ist einfach sensationell. Ja, ja. Also. Wunderbar. Jetzt, wie feiern Sie den Weihnachten? Ja, also noch weiß ich nicht, ob ich Urlaub habe und wie es weitergeht, aber ich gehe davon aus, dass ich mir eine Woche gönnen werde. Ja. Und die feiere ich tatsächlich traditionell mit der Familie. Das Familie. Ganz sicher. Ich meine, wie gesagt, 3 Kinder, 5 Enkel, meine Gattin. Ja. Da sind die Tage schon zwingend. Ja, ja. Wir haben dann auch, wie gesagt, du schenkst dann Bescherungen allenthalben. Unsere beiden Mütter leben noch, die beiden Väter leider nicht mehr. Ja. Also insoweit ist das natürlich auch etwas, was man in Familie mit einbezieht. Ja. Also Weihnachten ist traditionell tatsächlich wirklich das Fest der Familie. Vielleicht machen wir mal einen Ausflug an Tegernsee oder so wohin. Aber wir bleiben wahrscheinlich die allermeiste Zeit in München einfach mal. Weil es einfach schön ist. Und wenn dann ein bisschen Schnee liegt und man kann durch einen englischen Garten gehen. Ja, das ist einfach, was da brauche ich in dem Ziel. Und wir haben natürlich auch die ganzen Christmetten, das ist ja auch schön. Also das gehört auch dazu tatsächlich. Und wir sagen ja nicht bloß den Christkindlmarkt, es gibt auch noch ganz andere. Also man kann in dieser Stadt wirklich unglaublich für einen Weihnachten anfangen. Ich hoffe, dass es wieder einigermaßen mitspielt. Es darf kalt sein, es darf schneien, aber wenn es Sonnenschein, geht es mir auf jeden Fall viel besser. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man hat irgendwie wieder Lust, kleine Geschenke an Weihnachten zu offerieren und nicht irgendwie jetzt das neue Handy oder so. Ja. Das Thema Geschenke ist ja immer, also wenn jemand langjährig verheiratet ist wie ich, es ist immer gar nicht mehr so einfach, jemandem was zu schenken und dem irgendwie Freude zu machen. Man hat irgendwie alles. Also es ist nicht einfach, wir haben Kinder und Enkel, da ist es leichter, aber man macht sich trotzdem Gedanken. Irgendwie versucht man dem anderen Freude zu machen, da bin ich bei Ihnen. Es muss jetzt nicht das neueste Handy sei oder sowas. Ja. Eine Kleinigkeit macht oft mehr, wenn der Partner mal Christkindlmarkt gehen und ein bisschen was schauen muss. Die Idee hat, der hat sich jetzt Gedanken gemacht. Ja, ja, das ist, ja, glaube ich, das, was. Und wie ist es für einer, kaufen Sie die Geschenke nur selber? Oder? Also sagen wir mal so, für meine Frau, da war es irgendwie blöd, wenn ich es jemand anders machen lasse. Ja, ja, für die Kinder sorgt schon überwiegend meine Frau damit. Aber man hat ja, gerade wenn man ein bisschen früher unterwegs ist, man hat immer mal die eine oder andere Idee. Ja. Und ich glaube, da geht es mehr jetzt in unserem Leben jetzt um Gesten, um auszudrücken, wie wichtig einem der andere ist, wie zu sagen, das ist jetzt materiell wichtig, ob das jetzt 500.000 oder 10 Euro kostet. Ja, ja, ja. Also das ist nicht der Punkt. Und so die ganzen Leute, die hier seit Jahren einfach den Christkindlmarkt beleben, die sind auch zufrieden, gell? Also, also ich glaube, wenn ich auch heute schon mit dem Würstelbrot bei mir geht, den ich auch seit 15 Jahren kenne mindestens, dann sage ich, wenn es wieder so bleibt, ist es natürlich gigantisch, ganz ehrlich. Ja.
Ja, ein bisschen kalt oder so. Die schon Geschäfte, ja, genau. Ja. Das Gefühl muss halt da sein, wie gesagt, ja, ein bisschen kalt, damit die Leute am Christkind mal gehen. Aber ringen soll es halt nicht. Ja. Schneien darf es. Nein, ich drücke denen alle Daumen, dass es auch noch die restliche Zeit so weder bleibt, damit die endlich mal wieder Geschäft machen. Ja, ja. Die haben wirklich auch schwierige Zeiten hinter sich. Ja, jetzt, wenn man so mal schaut, hier das Rathaus, der Dom da hinten, also München ist einfach Kulisse, oder? Ja, das ist also an dem Fleck auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, das ist, wie ist das, wenn Sie jeden Tag ins Rathaus reingehen, in Ihr Büro? Das ist ja, man verliert natürlich irgendwann den Blick, wenn das seit, ich ja, bin ja im Rathaus, bin ja nicht erst seit ich OB bin, sondern ja, war ja schon vor 20 Jahren da drin. Genau. Und deswegen ist es immer wieder spannend, wenn du da Gäste hast und sagst, wow, wahnsinnig, ein tolles Rathaus. Also ja, jetzt muss ich sagen, ist schon schön von draußen, ist tatsächlich eine tolle Kulisse. Aber ich genieße den Job eigentlich im Grunde jeden Tag, ja, weil es meine Stadt ist. Und wenn du dafür sozusagen ein bisschen was da kannst, dass es auch so bleibt, dann ist es schon mal gut. Ja, und Sie gehen ja jeden Tag dann ins... Darf ich nur kurz Grüß Gott sagen? Sie gehen jeden Tag ins Rathaus rein, aber Sie reden ja mit der Bevölkerung. Das ja, merkt man ja hier. Ja? Das ist ein Schausteller zum Beispiel. Ja, die mengen Sie einfach. Servus, bitte. Ja, das ist etwas Schönes tatsächlich. Das ist die Art Bestätigung, die ich mag. Ich brauche jetzt nicht Lob von allen Seiten, Mann, machst du das toll, oder? Ja, ja. Ich finde es einfach super, wenn du da runter gehst und dann sagst, ja, aber glauben Sie mir, ich gehe auch mal runter und sage, der Eimer, der ist schon lange nicht mehr ausgeleert worden. Gell? Das kommt genauso vor, das gehört auch dazu. Ja, und dann sage ich einem, wir lernen aber 6 oder 7 Mal, Servus, Herr Brezel. Wir lernen 6 oder 7 Mal am Tag hier. Dann sagt er, ja, dann müsst ihr halt 8 Mal lernen. Also, ja, ja. Das ist alles völlig in Ordnung, weil es ist ja nicht nur, dass man klopfen ja, ja, will, sondern der Kontakt fährt in jeder Richtung. Jetzt müssen wir noch mal zum Schluss reden. Nächstes Jahr haben wir ja ein Wahljahr in Bayern. Ja. Was haben Sie da für ein Gefühl? Die SPD wird die absolute Mehrheit haben. Okay. Ja, aber das wäre vielleicht zu vermessen. Wir waren aber ja beim Weihnachtsvollzug. Die SPD müsste ja normalerweise mehr holen. Weil das ist das, was wir uns eigentlich auch immer denken. Weil ich glaube, wenn die Schere, über das haben wir ja schon mehrfach gesprochen, so weit auseinandergeht, dann müsste eine soziale Partei, eine sozialdemokratische Partei eigentlich ja, mehr Zulauf haben, als sie es jetzt aktuell haben. Wie gesagt, wir haben ja letztes Jahr schon viel erlebt. Was Umfragen und sowas, wie volatil das sein könnte, deswegen kann man sich keine Prognose zutrauen. Es wäre halt für mich als Sozialdemokrat natürlich schon auch mal spannend, wenn es eine Alternative gäbe ja, zu einer vorher festgelegten CSU-Regierung. Das ist jetzt nichts Neues. Ich komme mit vielen Ministern gut zurecht. Für die Politik ist es auch okay, dass wir symbiotisch sind und dass München rot und der Freistaat schwarz ist, war schon immer so. Aber ich würde halt mehr wünschen, dass es ein bisschen mehr gefordert wird wieder die CSU. Und wenn du so Pomadik da drin liegen kannst und sagst, ich krieg sowieso meine Mehrheit und wenn nicht, suche ich mir halt noch die Freien Wähler. Ja, ja. Das ist ein bisschen wenig, das glaube ich ist dem Ehrgeiz nicht so entsprechend. Deswegen wäre es schön, wenn es etwas mehr Herausforderungen gäbe. Ja, ja. Ja, und da muss ich meine einfach tatsächlich sagen, da müssen wir Gas geben. Dann haben wir eine Chance, dass wir zumindest diesen Wettbewerb ein bisschen hochhalten. Mhm. Die Sicherheit ist ja auch ein Riesenthema, ja, aber da ist München auch einfach wirklich mit Stolz unserer Polizei und also Jahren die sicherste Stadt Europas zu sein. Ja. Ich nutze die Gelegenheit gern, einen Dank zu sagen an die Polizei und an die Sicherheitsbehörden. Wir haben einen sehr, sehr guten Draht zusammen. Ich bin sehr froh, dass wir so eine gute Polizei haben, eine gute Sicherheitsbehörde. Und tatsächlich, das ist übrigens das, was viele CEOs dazu bewegt, nach München zu kommen. Erstens die Nähe zu den Bergen und Seen und zweitens, wir sind eine sichere und saubere Stadt. Das kennen Investoren aus dem Ausland gar nicht so zwangsläufig. Ja, ja, ja. Also bin ich auch sehr zufrieden. Und du kannst halt in München um 10 Uhr auf die Nacht mit der U-Bahn fahren. Allein. Absolut. Das ist nicht in allen Städten Deutschlands so einfach. Ja, ja, ja. Und Sie haben ja auch irgendwie, das spüren wir einfach, Sie reden auch mit dem Ministerpräsidenten auf Augenhöhe. Das ist ja auch wichtig. Ja, das ist, wie gesagt, wir haben da ein ganz offenes Konkurrenzverhältnis, soll ich ganz ehrlich. Man muss sie auch nicht wirklich lieben, aber man muss halt das Beste für jeweils für Bayern und für München rausholen. Ja. Und das versuchen wir beide und insoweit ist das eine ganz gesunde Konkurrenz. Ich habe, wie gesagt, auch sehr viel mit seinen Ressortministern zu tun. Ich hatte mit dem Gesundheitsminister natürlich jetzt durch Corona unglaublich viel Kontakt. Hallo, Christiana. Ich hab jetzt mit seinem Kanzler, Amtsminister hätte ich beinahe gesagt, mit seinem Florian Herrmann auch viel und guten Kontakt. Das funktioniert alles. Ab und zu braucht es halt nach außen ein bisschen schon. Aber im Grunde haben wir ein paar grundsätzliche Unterschiede in der Thema Mietpolitik, Wohnungspolitik. Und
wie gesagt, ansonsten ist es genau das, was ich mir vorgestellt habe. Man kann miteinander reden, man kann sich streiten, ja, aber man kann sich dann auch wieder in die Augen schauen. Und das ist eigentlich das Wichtigste in der Politik. Jetzt, wenn wir ins nächste Jahr mal reinblicken, das ist ja auch in zwei Wochen ist es soweit, wieder das neue Jahr. Haben Sie da irgendwelche Pläne, wo Sie sagen, das werde ich jetzt noch stärker angehen? Naja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir Dinge nachholen, die uns jetzt durch Corona einfach zu lange gedauert haben. Ich habe es vorher schon gesagt, das Thema Wohnungsbau liegt mir am Herzen. Wir müssen da einfach schneller werden, wieder mehr tun. Ja. Wir müssen den Nahverkehr wieder besser ankurbeln. Ich meine, das Thema S-Bahn ist ein leidiges Thema. Das haben wir heute Gott sei Dank ausgeklammert. Das soll ja eine angenehme Sendung sein. Aber genau, wir müssen auch da schauen, dass wir die Leistungen im MVV zum Beispiel aufrechterhalten. Wenn wir wollen, dass die Leute nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren, dann muss man eine Alternative finden. Ich bin jetzt nicht für Verbote, ich bin nicht der Verbotspolitiker, sondern ich möchte bessere Angebote machen. Und das sind die Dinge, die man sich so vornimmt. Ja. Und wie gesagt, ganz allgemein ist es für mich einfach wichtig, dass man wieder in den Modus kommen, optimistischen Modus, wo man sagen, jetzt schieren wir aber was an, jetzt packen wir was an und nicht diesen depressiven Modus, der uns einfach hell wird, dass die Sonne scheint in München. Das ist einfach wir haben einen tollen Start und es gibt tolle Rahmenbedingungen, das muss man wieder mehr würdigen. Absolut, absolut. Ja, jetzt würde ich einfach sagen, die letzten drei Minuten gelten Ihnen jetzt, dass Sie einfach mal so ein bisschen die Münchnerinnen und Münchner ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einfach mal Hoffnung hineingeben in die Kamera. Mache ich sehr gerne, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Münchnerinnen, liebe Münchner. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich immer noch Ihr Oberbürgermeister sein darf. Das ist im Grunde eine wunderbare Aufgabe und die nutze ich auch gern heute, Ihnen allen erstmal besinnliche restliche Vorweihnachtstage zu wünschen. Aber natürlich auch schöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe sehr für Sie, dass Sie sie daheim im Kreis Ihrer Lieben genießen können. Und fürs neue Jahr wünschen wir uns sicherlich alle miteinander, dass es endlich Ruhe ist mit Krieg auf der Welt, aber vor allem jetzt erstmal in Europa, dass wir auch weiterhin das Thema Gesundheit in den Griff bekommen, dass Corona vielleicht irgendwann tatsächlich mal der Vergangenheit angehört oder eine normale Krankheit wird wie Schnupfen oder Grippe. Und dass uns allen finanziell so gut geht, dass wir uns die Dinge leisten können, die wir uns leisten wollen. Das ist mein Wunsch für Sie. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, werden Sie optimistischer. Ich bin es auch. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam einfach immer mal wieder auch würdigen, dass wir in einer ganz, ganz tollen Stadt leben, ganz tolle Nachbarn haben, ganz tolles Umfeld haben. Und dass wir allen Grund haben, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Machen Sie es gut, alles Gute, schöne Weihnachten und ein gutes, gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dass wir auch einen super Oberbürgermeister haben. Ja, also in diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin alles Liebe und kommen wir jetzt zum Christkindlmarkt. Sehr gut, danke dir. Ehrlich. Legend, der Personality Talk, wurde präsentiert von O2 Business. Ausgezeichnetes Netz für Ihr Business.